Seht ihr das? Ho, ho, ho. Hier, ho, ho, ho. Hallöchen alle zusammen und willkommen zu der Christmas Edition von Super Mario Bros. 2. Ja, ja, ihr seht's richtig, es handelt sich hierbei um einen ROM-Hack vom Original Super Mario Bros. 2. Wobei Original Super Mario Bros. 2, man könnte sagen Super Mario Bros. 2 USA und Europe. Und was haben wir hier? Was haben wir hier, liebe Freunde? Es ist quasi 1:1 das Original Super Mario Bros. 2 USA Europe. Wohl bemerkt, nur mit dem Unterschied, dass die kompletten Gegner und Charakter, wie man auch hier sehen kann, komplett umgestaltet worden sind. Alles ist komplett weihnachtlich und vor allem auch winterlich und das werden wir auch hier im Laufe des Spiels auch zu spüren und zu sehen bekommen. Und eine besondere Challenge gibt es hier in diesem Spiel. Jede Welt oder jedes Level wird so wie ein Eislevel oder die Eiswelt, ich glaube, das war die vierte Welt, behandelt. Das bedeutet, es ist richtig rutschig und dadurch ist das Spiel um einige Ecken schwieriger. In diesem Sinne, Leute, lasst uns loslegen. Und ich würde an dieser Stelle vorschlagen, wir beginnen mit Mario, aber wir schauen uns mal ganz kurz die Charakter an. Also wir haben Mario als in seiner Wintermütze. Wir haben Luigi hier als Santa's Little Helper, als kleinen Wichtel. So, Toad hat sich warm angezogen, sieht ein bisschen russisch aus, wenn ich mich nicht täusche. Kann man in diesem Pixel-Stil schwer erkennen und Peach ganz in weiß, okay. Das könnte eigentlich die Zahnfee sein und weniger was mit Weihnachten zu tun haben, aber egal. Wir starten mit Mario, Leute, liebe Freunde, wir starten mit Mario. Los geht's. Und es ist ganz schön lange her, dass ich Super Mario Bros. 2 in dieser Fassung gespielt habe. Und noch nie habe ich Super Mario Bros. 2 in dieser schönen Schneeoptik gespielt. Schaut euch das mal an. Alles schön weiß, es schneit schön und wir sehen hier, es rutscht richtig. Ich bleibe stehen und es rutscht richtig. Also das ist schon eine zusätzliche Challenge, würde ich an dieser Stelle mal behaupten. Aber wir lassen uns hier an dieser Stelle nicht runterkriegen, Leute. Liebe Freunde, wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir kriegen das doch schön irgendwie hin, oder? Ich denke schon, oder? Also ich hoffe es zumindest. So, erstmal hier den Pilz besorgen. Und weniger rutschen und die Coins besorgen. Dann machen wir straight weiter. Wir machen einfach weiter. So, das hier ist nicht eingefroren. Wobei, es ist schon eingefroren, aber man kann nicht drauf gehen. Also daran hat man leider nicht gedacht, falls die Frage aufkommen sollte. Sehen wir. Das war eigentlich ungewollt von mir, aber es ist extremst rutschig. Extremst rutschig. So, hier steht Ho. Ho, ho, ho. Seht ihr das? Ho, ho, ho. Hier. Ho, ho, ho. Ne? So, dann würde ich an dieser Stelle vorschlagen, wir gehen hier rein. Na komm. Dann halt noch nicht. Egal. Ist nicht schlimm. Und hier drinnen schneit es komischerweise auch. Ergibt zwar keinen Sinn. Es sei denn, etwas ist hier undicht, dann ergibt es schon einen Sinn. Dann ergibt es schon einen Sinn. Aber erstmal hier den Pilz besorgen, die Coins besorgen, wenn wir denn hier alle schnappen können. So. Alles klar. Das ist ein bisschen ungünstig, aber wir können diesen Gegner locker fertig machen. Und ab dafür. So, wir haben jetzt 4 Energieleisten. In der Game Boy Advance Version gibt es sogar noch eine 5. Was ich sehr interessant finde. Die Game Boy Advance Version ist tendenziell ein kleines bisschen einfacher. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu schreiben, ob ihr vielleicht die Game Boy Advance Version einfacher oder schwieriger findet. Meiner Meinung nach ist diese Version schon am schwierigsten. Würde ich schon fast behaupten. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Da könnt ihr mir gerne mehr zu sagen, wenn ihr wollt. Vielleicht findet ihr die SNES-Version irgendwie schwieriger, aus welchen Gründen auch immer. So, und statt Birdo haben wir hier einen Schneemann. Es ist einfach drollig. Es ist einfach nur drollig. Und er bewirft mich nicht mit Eiern, sondern mit Schneebällen. Also bewirft er mich quasi mit seiner eigenen Substanz.
Dann müsste sich normalerweise von alleine auflösen, aber egal. Wir haben ihn besiegt. Dann geht's erstmal weiter. Eine Cherry wäre ganz nützlich. Ich krieg aber keine. Mit einer Cherry kriege ich ein Leben. Mit zwei Cherries kriege ich zwei Leben. Mit drei kriege ich drei. Oder ich kriege hier ein Leben mit drei Sternen. Alles klar. Na gut. Okay, eine Cherry. Ein Leben. Alles klar. Zwei extra Leben. Sehr gut. Und wir machen mit Luigi weiter. Santa's Little Helper, der kleine Weihnachtswichtel Luigi. Sieht so lustig aus. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt ein Wichtel ist oder Bruder Jakob. Ich glaube, Bruder Jakob hat, glaube ich, blau an. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt verschiedene Interpretationen von Bruder Jakob. Wenn ich mich nicht täuschen sollte. Es rutscht hier auch, ne? Sogar diese Plattformen sind richtig rutschig. Diese Plattformen sind richtig rutschig. Da muss man echt aufpassen. Nö, ach nö. Nein, 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 nein. Puh. That's a tricky one. Oh no. Okay. Du gehst jetzt mal hier nach unten. So, hier gibt es auch einen extra Pilz, wo wir damit eine extra Energieleiste bekommen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt haben will. Ich glaube, ich verzichte. Oder? Geht das so? Ich probiere es mal. Es geht. Sehr gut. Okay. Ich wusste nicht, an welcher Stelle er genau war. Ich habe das Spiel schon länger nicht mehr gespielt. Aber glücklicherweise hatte ich noch mal ein bisschen Glück gehabt. Ich meine, der Pilz befindet sich entweder hier. Ich glaube, das war hier. Ja, genau. Komplett falsche Stelle. Alles klar. Ja, okay. Okay, das wird ein bisschen tricky. Okay, wir haben es geschafft. Leider mit einem Gegentreffer, aber hey, was soll's. Man kann es auch so versuchen. Hätte ich auch vorhin machen können. Aber dann wäre mir der Pilz entgangen. So, Schneemann, weg mit dir. Ich will den Sommer wieder haben. Oder mögt ihr den Winter nicht? Kann ja sein. So, wir haben jetzt hier 8 Coins. Okay, eine Cherry. Sehr gut. Auch schade. Auch schade. Sehr schade. Wahnsinn. Da müsste man das quasi im Slow-Motion-Modus machen. Ich trau mich, ich nehme Toad. Ich trau mich. Auch wenn ich Toad hier am wenigsten von der Steuerung mag, weil Toad ist sehr schwer für dich. Also er kann nicht hochspringen, aber er kann dafür sehr, sehr schnell rennen. Das könnte ihm aber hier in diesem Fall zum Verhängnis werden, weil wir hier auf jeden Fall... Ja, ganz toll. Trägt er den Schal? Ich bin mir gar nicht sicher. Na komm. Oh, oh, genau hier. Nein, ein Stern. Ein Stern. Verdammt. Das ist sehr dramatisch, aber was soll ich machen? The show must go on. So, und ich meine, hier gibt's auch einen Pilz. Bin mir nicht sicher. Wir probieren's mal aus. So, ne? Ja, das sage ich ja. Toadie kann nicht so hoch springen. Keine Ahnung. Ja, der wäre normalerweise hier. Aber da Toad nicht so hoch springen kann, habe ich hier komplett versagt. So. Wir kriegen nochmal eine zweite Chance. Und krallen uns den guten Pilz. So will ich's haben. Genau so will ich's haben. So rettet man Weihnachten. So, es gibt ansonsten noch eine Warp Zone. Wenn wir hier hier eine Tür platzieren würden und dann in die andere Welt gehen würden und hier reingehen würden, dann würden wir, glaube ich, direkt zur Welt 4 gehen. Will ich aber nicht machen. Ich will das straight hier durchspielen, zumindest soweit ich kann. So, ab dafür. Und wir haben hier Weihnachtsgeschenke statt Pilze. Ist doch nett. Finde ich zumindest. Ja, okay. Okay.
Sorry, ist halt ein Klassiker, ne? Okay. So, das wird jetzt ein bisschen tricky. Jetzt haben wir Fanto am Hals. Oder gleich haben wir Fanto am Hals, besser gesagt. Sehen wir. So, jetzt. So, das ist natürlich der bessere Weg. Der deutlich bessere Weg. So, Gegner besiegen. Die Shy Guys besiegen. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, das war so knapp. Okay, puh. Ich konnte mich nämlich gar nicht mehr daran erinnern. Ich will einfach nur den Stern, stattdessen werde ich klein. Ja, ganz toll. Dann kann ich glatt darauf verzichten. So, der Ho-Ho-Block, den brauche ich jetzt nicht, wobei es schon nützlich gewesen wäre. Egal, groß sein wird überbewertet. Rein mit dir, rein mit dir. So, normalerweise, jetzt bevor ich jetzt diesen Boss betrete, bevor ich jetzt diesem Boss gegenüberstehe, normalerweise kämpfen wir gegen Mauser. Kämpfen wir weiterhin gegen Mauser? Was meint ihr? Bin mal gespannt. Ne? Okay. Es ist spannend. Es ist weiterhin Mauser. Wie langweilig. Ah, sehr gut. Das war knapp. Ah, also zumindest bin ich gleich wieder größer, ne? Okay, das war ein Glückstreffer, okay? Das war auch ein Glückstreffer. Wirklich, ganz ungelogen. Okay. Ich sollte öfter mal so spielen. Ich hab's geschafft. Sehr schön. Okay, jetzt kommt Peach. Prinzessin Toadstool. So, eine weihnachtliche Wüstenwelt. Ergibt es einen Sinn? Nein, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber hey, wir spielen sie trotzdem. Denn seit wann spielt Logik eine Rolle in Videospielen? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Eine Frage, die beantwortet werden möchte. Oder was sagt er? So, einmal das. Dann das. Dann das. So, Schneeweißchen. Peachweißchen. Genau, Peachweißchen. Und die Shy Guys mit ihren Mützen. Okay. Haben die Cherries Flügel? Ist mir gar nicht aufgefallen. Beziehungsweise, ich habe nicht sonderlich darauf geachtet. Aber ja, offensichtlich haben sie Flügel. Oder es ist was anderes. Irgendwas, was ich nicht persönlich identifizieren kann. Also ich persönlich identifiziere das als Flügel. Also das sind Flügel. Hätte ich jetzt gesagt. Aber hey, was soll's. So, ist das jetzt Sand oder ist das Schnee? Das ist halt die Frage, ne? Who knows that? So, gerade zum rechten Zeitpunkt kommt wie gerufen. Nice. So, next one. Ein Schneemännchen. Peachweißchen gegen Schneemännchen. Peachweißchen gegen Schneemännchen. Na komm. Komm her, komm her. Komm her. So. Easy peasy mit Peach sowieso. Durch ihre Fähigkeit, hier in die Luft zu hängen. Zurück zu Mario. Wir lassen uns nicht runterkriegen. Und das Gute ist, es gibt in jeder Welt nur 3 Level. Weil wie gesagt, es sollte ja ursprünglich kein Mario-Spiel sein, ne? Trotzdem, das ist das Spiel, das ich in meiner Kindheit nie spielen konnte. Ich hatte Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3. Für den NES. Ein Kumpel von mir, ein Klassenkamerad, hatte das Spiel und ich habe es mir ausgeliehen, aber ich konnte es nie selber bekommen. Das war quasi eine absolute Rarität. Und wo wir gerade bei Weihnachten sind, ich erzähle euch mal was Lustiges, ja? Ich erzähle euch mal was Lustiges. Da war ich ein kleines Kind, ne? Naiv, ne? Das dürft ihr also jetzt nicht zu ernst nehmen. Ich habe mir vom Weihnachtsmann beziehungsweise vom Nikolaus Super Mario Bros. 2 gewünscht, weil ich das nie bekommen konnte. Ne? Den Rest der Geschichte könnt ihr euch ja ausdenken. Ich habe das Spiel nie bekommen. Warum bloß nicht? Ich frage mich, warum.
Warum habe ich bloß vom Nikolaus oder vom Weihnachtsmann kein Super Mario Bros. 2 bekommen? Für den NES. Warum nicht? Das ist schon eigenartig. Ich denke, die Antwort kennt ihr, ne? Es dürfte, glaube ich, niemanden überraschen. So, hier ist die Flasche. Hier ist das schöne Fläschchen. Und hier ist das schöne Pilzchen. Genau so wollen wir es haben. Alles klar. Oh, ja, ja, ja. Ich komme erstaunlicherweise mit diesen Rutschen relativ gut zurecht, muss ich sagen. Okay, es gibt hier übelste Frame-Drops, nur weil sich so viele Gegner hier befinden. Und das hier für ein NES-Spiel? Okay. Hätte ich ja nicht erwartet, aber okay. Kann ja mal vorkommen, ne? So, und es geht wieder in den Schnee hinein. Es wird ganz schön kalt, liebe Freunde. Oder ist es doch Sand? Ist es Schnee oder Sand? Eigentlich müsste es von der Logik her, zumindest vom Theme her, Schnee sein. Aber ist es das wirklich? Man weiß es nicht genau. Ich weiß nur, ich bekomme hier einen Stern, der ziemlich schick ist. So. Herzchen brauche ich jetzt nicht. So, ich weiß jetzt nicht, was war jetzt die richtige Seite? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Die Frage hat sich von alleine beantwortet. Natürlich die schwierigere Seite ist die richtige. Bisher ist das Spiel noch relativ harmlos, bis auf die kleinen Fehlerchen, die ich mir hier erlaube. Würde ich an dieser Stelle mal behaupten. So, next one. Weihnachtsmützen. Und jetzt wird schon dieser Weihnachtsbirdo etwas komplexer. Offensichtlich. Wir sollten uns in Acht geben, weil manchmal speit er auch Feuer. Ja, verdammt. Sehr gut. Sehr gut. Na komm. Puh, das war knapp. Sehr gut. Aber Weihnachtsmützen, am coolsten wäre es gewesen, wenn wir ihn noch mit Weihnachtsmützen beworfen hätten. Das wäre die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. So, Luigi, unser kleiner Weihnachtshelfer. So, wir sind schon wieder am Ende einer Welt. Meine Güte, das geht aber ganz schön schnell hier. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so schnell ging. Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Okay. Wo ist der Pilz? Ich habe eine Ahnung. Ja, ich habe eine Vorahnung. Es könnte hier was sein. Es könnte. Ich würde aber jetzt nicht meinen Hintern darauf verwetten, meine lieben Freunde. Es kann auch durchaus sein, dass ich da ein bisschen falsch liege. Tatsächlich. Ich kann mich nämlich gar nicht mehr daran erinnern, wo er war. Also ich kann mich jetzt nicht an jede Kleinigkeit von diesem Spiel erinnern. Aber ich wusste, dass da so eine Stelle war. Ich wusste nur nicht, ob da eine Pilz war oder nicht. So, ja, am besten hier direkt rein. Ganz toll. Warte, ich mach's nochmal. Weil ich will ganz viele Coins sammeln. Ganz viele Coins. So, wir schauen mal. Hier, ne? So, richtig platzieren. Ich würde sagen hier. Sehr schön. So viel wie wir können. So viel wie wir können. Okay. Besser als gar nichts. Eigentlich schon eine Menge. Und wir haben natürlich wieder volle Lebensanzeige. Das ist sehr gut. Vor allem auch für den Endboss sehr, sehr von Bedeutung. Und der ist auf jeden Fall etwas schwieriger als der letzte. Aber ich muss auch sagen, die Gegner hier, die Endbosse hier in diesem Spiel, waren schon ein kleines bisschen fordernder. Wie ich mich zumindest daran erinnern kann. Alleine daran kann man schon erkennen, dass das jetzt nicht das typische Mario-Spiel ist. So, hier sehen wir eine verschlossene Tür. Das heißt, wir müssen uns erstmal hier in die Tiefen durchdringen, meine ich. Wir müssen erstmal diese Tiefen durchdringen und den Schlüssel bekommen. Ich denke, das ist das, was ich sagen wollte. Das glaubt ihr mit Sicherheit, oder? Natürlich tut ihr das. Warum solltet ihr mir nicht glauben? Ich könnte mir nicht erklären, warum ihr mir nicht glauben könntet. Dabei sage ich doch nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. So, die Seite spielt hier keine Rolle. Okay. Sehr gut. Und hier haben wir es wieder. Hier haben wir wieder einen Schlüssel mit ein paar Phantos. Nur einer ist echt und einer ist nervig. So, ich meine, der Schlüssel löst sich irgendwann mal von alleine auf. Und wo ist der Stern? Ich habe ihn verloren. Ich meine, der löst sich von alleine auf. Oder der verschwindet dann von alleine, wenn man zu lange den nicht mit sich trägt.
weiß aber nicht mehr, wie lange das war. Spielt auch keine Rolle. Das konnten wir auch relativ gut meistern. Was mich schon wieder ein bisschen wundert. So. Kleines Helferlein, Luigi. Wirst du ihn besiegen? Diesen Gegner, diesen mächtigen Gegner? Ich bin gespannt. Jetzt können wir endlich den Gegner mit ein paar Weihnachtsmützen bewerfen. Und er ist es. Ich habe nur seinen Namen. Ich glaube, Triclide hieß er, oder? Hieß er Triclide? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr an die... An die Namen von den Mario Bros. 2 Gegnern kann ich mich am wenigsten erinnern. Außer Mauser. Weil der sehr häufig in Fan... Und auch nur aus dem einzigen Grund, weil er in sehr vielen Fangames vorkommt und er auch ansonsten sehr beliebt ist. Eigentlich hätte ich mich schon sehr gefreut, wenn man in ein paar New Super Mario Bros. Teilen statt den Koopaling auch diese Gegner hier einbauen würde. Klar, ich weiß, die gehören nicht zum Original-Franchise, aber Birdo, Shy Guy, Sniffit und Ninjis hat man doch auch irgendwie hier mit eingebaut. Genauso wie die Pokies, die darf man auch nicht vergessen, die Bob-Ombs. Original hier aus diesem Spiel wurden in Super Mario Bros. 3 auch übernommen. Von daher wäre es nur fair, wenn wir diese Gegner zurückholen in dem nächsten New Super Mario Bros. Teil, falls es jemals nach New Super Mario Bros. U Deluxe und Super Luigi Deluxe einen solchen Teil geben sollte. Ich weiß es nicht. Okay, geschafft. Okay, weiter geht's mit Toad, auch wenn ich mit Toad nicht so gerne spiele, aber es ist nur fair. Ich meine, dass man in der SNES-Version und auch in der Game Boy Advance-Version das so gehandhabt hat, dass, wenn man verloren hat, nochmal einen Charakter erneut wählen konnte. Also, dass man nochmal in den Auswahlscreen kommt. Das ist hier im Original tatsächlich nicht der Fall. Also, ich gehe davon aus, dass es hier nicht der Fall ist. Hier ist eine Warp-Zone. Hier ist eine Warp-Zone. Das heißt, wir haben hier nichts verloren. In der Game Boy Advance-Version kann man auch A-Coins sammeln. Dann kann man einen Special-Modus freischalten. Und dann kann man auch Yoshi-Eier sammeln. Nur so zur Info, falls es jemanden interessieren sollte, aber wahrscheinlich interessiert es niemanden. Oder? Interessiert euch das? Findet ihr das gut? Was ich hier sage? Findet ihr das nützlich? Findet ihr diese Info irgendwie von Belang? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Okay, das hat noch hingehauen. Ich dachte schon, dass ich das nicht schaffen würde. Aber ich habe es geschafft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich freuen sollte. I don't know. So, Geschenke werden jetzt verteilt. Die Bescherung ist jetzt an. Ich habe schon wieder in die falsche Richtung geworfen. Das darf nicht passieren. No, no way, please, don't do this to me. No. Help me, please. Oh, please help me. Oh, God. Oh, God. Please help me. Das war die falsche Ecke. Jetzt muss ich zusehen, wie ich klarkomme. Ich habe einen Shy Guy. Der ist mir aber jetzt entlaufen. Das heißt, jetzt muss ich wirklich zusehen, wie ich klarkomme. So, wenn ich hier unten bleibe, kann mir nichts passieren. Und der despawnt auch noch dann. Ich habe es nur falsch koordiniert. Ich lass mir die Laune nicht verderben, denn ich bin gut drauf. Ich bin gut drauf. Bin gut drauf. Bin so gut drauf, dass ich alles schaffen kann. Ich bin gut drauf. Ich bin so gut drauf, das könnt ihr gar nicht glauben. Oh, glauben. Ihr könnt's gar nicht glauben, dass ich so gut drauf bin. Oh, ist das fies! Schnell! Puh! Geschafft. Oh, er steckt fest! Er steckt fest! Damn it! Egal. Ach, wir sind schon beim Endboss? Okay. Puh. Okay. Dabei schaffe ich es auch so. Okay, so hoch kann dann doch der liebe Toadie springen. Dann geht's erstmal mit Peach weiter. Oh, ich kenne dieses Level. Dieses Level war am ekelhaftesten. Weil diese Verzweigung von diesem Level... Oh, ich bin kein Fan davon. Ich gönne mir dann doch eine Rübe.
und habe komplett versagt. Lass mich in Ruhe! Okay, was ist hier oben? Okay, sehr gut. Aber ich weiß, ob es hier ist. Es kann auch sein, dass es unten ist. Nein! Ich habe noch Glück gehabt. So, und ich gönne mir eine Coin. Eine Coin ist besser als keine. Oh Gott, das habe ich gar nicht bemerkt. Puh. So, hier war, glaube ich, ein Gegner. Ja, hier war ein Sniffit. Sniffite, Sniffite. Schon mal sehr gut. So, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Egal. Okay, dann halt so. Dann halt so. Nein, 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 nein. So, jetzt aber. Okay. Zumindest wird dann bei der nächsten Leiter gespeichert. Lass mal erstmal hier heile durchkommen. Okay. Okay. Boah. Der hätte mich eiskalt erwischen können. So, timen. Gut getimed. Ich glaube, hier war was Wichtiges. Extrem Wichtiges. Gut. Ach, das war die falsche Seite. Ach, Mensch. Ich krieg's auch nicht hin, ne? Ich krieg's auch nicht hin. Hier rauf, hier rauf. Okay, so. Puh. Ach nö. Okay. Okay. Sehr gut. So, ich verzahle jetzt Geschenke. Oder auch nicht. Rein mit mir. Rein mit mir. Tja, viele Coins konnte ich leider nie sammeln. Ist aber nicht weiter schlimm. Zurück zu Mario. Und aus irgendeinem Grund will mir keine Weihnachtsstimmung kommen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich hier gerade mich total blöd angestellt habe. Aber wir kriegen es schon. Wir kriegen es schon hin. Wir kriegen es schon hin. What the heck is this? Ich kann nicht mehr daran erinnern. Ach stimmt, das war dieses Level. Okay. Ja, das war das Debüt der Bob-Oms hier, liebe Freunde. Genauso wie der Pokies. Die stammen auch ursprünglich von diesem Spiel, ne? Okay, ich kenne die Stelle. Ich weiß, was hier los ist. Weiß nur nicht, wo ich genau hin musste. Musste ich hier hin? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, hier geht's nicht lang. All die Mühe war umsonst. Hätte ich wissen müssen. Aber ich kenne diese Stelle. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wie der Levelverlauf war. Ach, come on jetzt. Okay, das war gut. Wenn ihr Hunger wollt, gut. Ja, okay, alles klar. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Ach du Scheiße. Dein Ernst? Alles halb so wild. Hab ich zwar ungewollt getroffen, aber hey, was? Das macht ja nichts. So kann's weitergehen. Oh, ist der fies. Ist der fies, du. Puh. Wir haben es geschafft. So, wie machen wir das jetzt? Okay, okay. Ach du, oh mein Gott. Ja, das war sehr unglücklich. Konnte man aber auch nicht komplett vermeiden. Bin ich zumindest der Überzeugung. Puh. So, was ist hier? Achso, das ist hier. Ich hatte keine Zeit, mein Testament zu schreiben. Das war so richtig knapp. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Gegner um die Ecke, ne? Nein, hier kommt keiner. Oh, das ist tricky. Oh Gott. Okay, okay. Ich muss mich besser konzentrieren. Ich muss mich besser konzentrieren. Das war blöd. Das war auch blöd. Come on! Alter, ist das fies. Ich verzichte. Oh, das ist eine ekelhafte Stelle. Oh, so rutschig. Nein!
will einfach nur weg von hier. Ich will einfach nur weg von hier. Aber es wird nicht besser, ne? Also jetzt steigt der Schwierigkeitsgrad exponentiell. Jetzt. Okay. So. Achso, wir sind schon beim Endboss. Und es ist Mauser. In grün. Okay, noch einmal. Also wenn ihr lernen wollt, wie ihr multitaskingfähig werden wollt, müsst ihr einfach nur dieses Spiel spielen. Ihr werdet Fortschritte machen. Garantiert. Jetzt komm. Endlich. Nochmal? Okay. Endlich. Es wird nicht einfacher, Freunde. So, und jetzt kommt, glaube ich, sogar die Eiswelt, ne? Also die ursprünglich richtige Original-Eiswelt. Aber es sind, in diesem ROM-Hack sind alles Eiswelten. Ne, das deswegen, nur zum Verständnis. So, wir nehmen wieder Luigi. Ja, das ist die Original-Eiswelt. Man sieht es auch hier, das war schon immer Eis gewesen. Nur es hat, glaube ich, hier nicht geschneit. Das ist hinzugekommen. Lustig ist, dass diese Gegner wie Waddle Dees aussehen. So ein bisschen. Von Kirby. Okay. Hätte mir schon fast gedacht. Kann man immer gut gebrauchen. So, jetzt mal schauen. Oh, okay. Ist noch in Sichtweite gewesen. Sehr einfach. Bisher, ne? Wohlbemerkt, bisher. So, und ich glaube, diese Stelle war auch gar nicht mal so toll. Und ich bin gerade hin. Ich bin gerade stecken geblieben. Ich kann nichts machen, Leute. Guys, ich kann nichts machen. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Das Spiel ist gerade abgestürzt und ich habe nicht gespeichert. Man kann hier gar nicht speichern. Hier gibt es ja nur Save States. Oh Gott, nein. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Guys. Ich befürchte, ich muss die vierte Welt leider skippen, weil ich habe keine Möglichkeit, um irgendwie im ersten Level weiterzukommen. Deswegen, ich sage, ich nehme jetzt diese Warp Zone und wir machen mit Welt 5. Welt 5 weiter. Ist leider ein bisschen blöd gelaufen, aber es nützt nichts, ne? Es nützt nichts. Dann machen wir halt hier weiter. Oder auch nicht. Vielleicht sollte ich auch zum richtigen Zeitpunkt immer aufhören. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Habe ich mir zumindest sagen lassen. Wow, no. Please, no. Ist hier was vielleicht? Tatsächlich nicht. Hier hätte was sein können. Hier ist doch was, oder? Hier ist doch was. Komm bitte, sag hier. Hier ist was. Hier ist tatsächlich was. Gott sei Dank. Ja, ich weiß nicht, warum dieser Glitch, dieser Bug da ist, aber ich komme in Welt 4 nicht weiter. Ich hätte gerne euch das komplette Spiel gezeigt. Oh! Tannenbäume oder Weihnachtsbäume. Cool. Immerhin. So, von dem muss ich mich besonders in Acht geben, weil der speit hauptsächlich nur Feuer. Okay, sehr gut. Kein Glück. Weiter geht's mit Toadie. Und mal schauen, was uns hier so erwartet. Ein Bob-Omb, oh Gott! Also, Trolls wurden bereits schon von Nintendo gefeiert. Meine Güte, ist das schwierig, du. Meine Güte. Ich habe immer noch keinen Power-Up, ne? Beziehungsweise keinen Pilz bekommen. Das ist schon ziemlich komisch. Aber gut. Schauen wir mal. Okay. Ich glaube jetzt, das ist eine ekelhafte Stelle, oder? Weil da weißt du nicht, wo es lang geht. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Das kannst du nicht wissen. Oh, das war knapp. Okay.
So, weiter, weiter, weiter. Das Finale von Welt 5. Eingriff ins Klo. Und weiter mit Peach. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl für Weihnachten. Ich habe das Gefühl, dass Weihnachten ganz schön katastrophal sein wird. I don't know. Frag mich nicht, woher ich was das weiß. Theoretisch gesehen könnte ich auch diese Welt skippen und ich glaube, das werde ich auch tun. Auch wenn das jetzt nicht mein Stil ist. Aber ich tue es. Welt 7. Ich weiß, es ist ein bisschen geschummelt, aber... Lass uns das Spiel so schnell wie möglich hinter uns bringen. Oh Mann. Okay, wir machen die erstmal fertig. Und soweit ich weiß, Pilze zu bekommen, ist relativ schwierig. Okay, was tut man nicht alles, um diesen Romic durchzuspielen? Das ist wirklich... Übrigens, ich wollte es nur ganz kurz erwähnen, es gibt einen Hack, einen Hack vom Hack, der erlaubt es euch, wenn ihr einen, jetzt zum Beispiel hier verloren habt, einen, wieder in den Character Select Screen wieder zu gelangen. Habe ich jetzt an dieser Stelle nicht verwendet, also ich habe es eher originalgetreu verwendet. Okay, ich kann da nicht mehr rein. Ich kann da nicht mehr rein. Hier, ich glaube, hier wäre was gewesen. Das ist sehr, sehr dramatisch und ich muss hier rein. Ja? Nein, was ist denn hier los? Kann ich hier... Bekomme ich hier... Wo ist denn hier... Hier. So, wo ist der Pilz? Hier ist der Pilz und eine Coin kriege ich nicht. Aber ich glaube, in diesem Raumwerk hat man sowieso unendlich viele Leben. Und können wir über diese schönen Christbaumkugeln sprechen? Die sehen richtig schick aus. Sind zwar ein bisschen pixelig, aber was erwartet man bei einem NES-Raumwerk? Da kann man jetzt keine Kunst erwarten. Wobei, es gibt auch den einen oder anderen, der auch aus Scheiße Gold machen kann, auf gut Deutsch gesagt. Also, der sich so richtige Mühe gibt und daraus das Beste rausholt. Aber hier hat man sich auf das Wesentliche beschränkt und hier kriegt man die übelsten Frame-Drops. Ist hier nichts? Okay, das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Hier vielleicht? Das ist doch nahezu passend. Oder? Ja, okay. Okay, Coins kriegen wir keine mehr. Ich kann mich wieder erinnern. Ne? Diesen Dude brauchen wir. Damit wir es rüber schaffen. Ne? Nicht wahr? Nicht wahr? Oh Gott! Oh mein Gott! Wie gut, dass hier noch weitere Vögel da sind. Oh, ist das rutschig, du! Okay. Okay. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Glaube ich zumindest. Aber meine Hand würde ich nicht dafür ins Feuer legen. Okay, sehr gut. Ach ja, diese Stelle. Diese Stelle war ein bisschen bescheiden. Möchte ich an dieser Stelle sagen, ich hatte keine Chance. Ich hatte null Chance. No. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich warte. Okay. Das war... Nein. No way. Das ist nicht wahr. Ey, ganz ehrlich, das ist maximal unfair. Wo sind denn die Gegner hin? Egal. Soll mir ganz gelegen sein. Ich glaube, die Stelle ist tendenziell etwas einfacher, wenn auch ein bisschen tricky. Extrem tricky. Okay, das hat gerade noch so geklappt. Gerade noch so. Dankeschön, wie nett. Okay, hier ist, Schneemann-Birdo. Schnee-Birdie-Bardie-Bu, keine Ahnung. Das war sehr, sehr schlau von mir. Come on. Alles klar. Alter. Diese Rutschpartie ist einfach nur krank. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Der ist wieder respawned? Das ist kein normales Verhalten. War das ein Glitch? Egal, die Hauptsache ist, ich hab's geschafft. Wir nehmen wieder Lizzie. So, das letzte Level. Das große Finale. Das
Das große katastrophale Finale. Komm, komm, geh einfach rein. So, folgende Sache. Es ist eine Sache, das Ziel zu erreichen. Eine andere ist es, diese ganzen Pilze zu finden. Aber wie gesagt, das ist ja das finale Level. Oh, oh, oh Gott. Es ist die finale Welt. Deswegen ist das jetzt kein Wunder, dass es jetzt so anspruchsvoll ist. Den treffen wir. Und es wird eh immer... Es wird stetig ekelhafter. Schnell! Okay. So, war in der Nähe was? Aber wir haben zumindest hier die Tür. Das heißt, wenn wir verlieren, fangen wir wieder von der Tür aus an. Das ist schon mal sehr gut. Keine Panik auf der Titanic und keine Ahnung. Ich meine, hier ist was, ne? Ja, hier ist was. Aber nicht das, was ich mir erhofft habe. So, hier ist, glaube ich, der Pilz. So, und der zweite Pilz, daran kann ich mich erinnern. Also zumindest so viel kann ich mich erinnern, dass der Pilz außerhalb ist. Das ist zumindest das, woran ich mich erinnern kann. Ist schon mal besser als gar nichts, ne? Better than nothing. Das war knapp. Das war auch wieder knapp. Aber manchmal muss man Dinge riskieren. Wir sind einen Schritt näher. Wir sind dem Ganzen einen entscheidenden Schritt näher. Okay, sehr gut. Okay. Wir haben es fast geschafft. Gut, was heißt fast? Was versteht man hier unter fast? Das ist halt die Frage. Frage. Au, 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 au. Ja, genau, ich würde ein bisschen singen. Ich hoffe, meine Gesangsanlage hat euch gefallen. Wahrscheinlich nicht, aber ist auch nicht weiter schlimm. Hauptsache, sie gefällt mir. Ich glaube, hier ist ein Pseudo-Birdo. Ja, hier ist ja der Schneemensch. Schneedingsbums. Ein Schneedingens. Der rote Birdo in dem Fall. Der jetzt so umgestaltet worden ist, ne? So, okay. Das war nicht der, den ich töten wollte. Sind wir schon am Ziel? Ich wollte eigentlich nochmal, Wait a second. Hier. Hier ist der Birdo, der Schneemensch, der Schneedingens. Schneedingens, ne? Sagt man ja heutzutage. Sehr gut. Fantastisch, aber... Fanto. Let's try. So, erstmal hier alles zusammensammeln. Wir haben das Level geschafft, Leute. Wir haben das Spiel durchgespielt. Oder was meint ihr? Nein. Leider nicht. Zum ersten Mal attackiert uns dieses Ziel, welches gar kein Ziel ist. Wobei es ist, ja, doch, irgendwie schon. Aber auch irgendwie nicht. Oh, ich muss ihn schnell treffen. Nein, 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 nein. So, das Ziel. Jetzt ist er wieder ein Ziel. Und ein Tor. Ich bin jetzt gespannt, wie Ward aussieht. Ob er jetzt genauso ausschaut oder ob er ein riesiger Schneemann ist oder wie sieht er aus? Wie sieht er aus, liebe Freunde? Wir werden es herausfinden. Let's go! Ward hat einfach nur eine Wintermütze an. Oder eine Weihnachtsmütze, eine grüne Weihnachtsmütze. Ward ist der Grinch! Ward ist der Grinch! So, sechsmal muss man ihn, glaube ich, treffen. Das war ein Doppeltreffer. Das war eine Kamikaze-Attacke, aber hey, ich habe nie behauptet, es sei einfach, ne? Let's go. Okay, wow, wow, wow. Man darf nicht vergessen, es ist immer noch rutschig. Die Rutschpartie findet auch hier statt. Das macht natürlich das Spiel etwas schwieriger. Und Treffer
Auch schwieriger. Alles eben schwieriger. Ne? So, ich glaube, dreimal haben wir schon getroffen oder haben wir ihn zweimal getroffen? Ich hab gar nicht mehr nachgezählt. Ich will ihn einfach nur noch treffen. Ich will nur noch, dass er stirbt. Das war toll. Einen schöneren Treffer kann es nicht geben. Besser gesagt, einen schöneren Nicht-Treffer. Okay, ein Gegentreffer. Das war der vierte Treffer von mir, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh Gott. Okay. So, wir wissen ja, der gute Ward mag kein Gemüse. Und dementsprechend reagiert er auch. Alter. Nein, das war ein Double KO. Das war ein Double KO. Gott. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Okay. Das hätte sich auch auflösen können. Okay, das war knapp. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Konzentration. Oh Gott, nein! War zu früh. Zu früh. Viel zu früh. Okay. Ach, das war schon! Das war schon? Das war noch nicht 6 Mal, oder? War das? Egal, ich frag nicht. Ich freue mich einfach. Wir haben Weihnachten gerettet, liebe Freunde. Ja, das ist toll. Wow. Puh. Die sehen, glaube ich, auch so aus wie immer, oder? Wahrscheinlich. So, Contributor Luigi, ne? Wie gesagt, ich musste ja das Spiel nochmal neu starten, weil es diesen einen Glitch gab. In, Level 4.1. Und Ward wird natürlich mal wieder typisch, vermöbelt nach allen Regeln der Kunst. Hat er auch nicht anders verdient. Diese alte Kröte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön, Freunde. Wir haben also Weihnachten gerettet. Das ist sehr schön. Ja, Leute. Es war ein katastrophales Playthrough. Tut mir leid. Aber bei dem Gerutsche, da müsst ihr auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen. Es war einfach. Aber es war auch irgendwie lustig. Es war auch irgendwie lustig. Das Einzige, was mich wirklich geärgert hat, ist, dass es diesen Glitch gab in Welt 4. Wodurch so ein bisschen der Spielspaß für mich so ein bisschen abgenommen hat. Und was mich auch ein kleines bisschen, was ich nicht so schön finde, ist, dass die Endbosse nicht umgeschaltet worden sind, sondern nur Ward. Ward hat diese eine Mütze an, aber die Bosse sahen alle gleich aus. Wobei ich jetzt nicht weiß, was mit Fry Guy und Triclide gewesen ist. Diese Bosse habe ich ja übersprungen, beziehungsweise Fry Guy musste ich überspringen. Und Triclide habe ich bewusst übersprungen. Aber vielleicht, ganz vielleicht, bringe ich nochmal das eigentliche Spiel als Gameboy in Form der Game Boy Advance Version hier auf dem Channel. Wer weiß das schon, ich weiß es. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, liebe Freunde. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber auf der anderen Seite auch katastrophal. Ja, es passt ja auch zu Weihnachten 2022. Inflationäre Weihnachten, sage ich jetzt nur. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ich möchte auch nicht viele Worte dazu verlieren. Ich hoffe zumindest, dass ich euch so ein bisschen unterhalten konnte. Mit meinen Fails, mit meinem katastrophalen Gameplay. Ach, Clawgrip heißt er, nicht Triclide. Triclide heißt der andere. Ach, das ist Triclide. Der andere heißt Clawgrip. Okay, ich habe die Namen vertauscht. Sorry, ich habe die Namen vertauscht. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. So, das ist Ward. Er hat nicht seine Weihnachtsmütze an, aber er lacht sich einen ab. Und ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen einen abgelacht,
und euch so ein bisschen amüsiert. Ich hab's auch. Muss ich sagen, ich habe mich nie so aufgeregt, wie ich mich sonst so aufregen würde. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es kann nur besser werden, liebe Freunde. Das war es jetzt erstmal mit Super Mario Bros. 2, der Christmas Edition. Wirklich, ich habe es ja versprochen, 1:1 das Spiel, nur halt mit anderen Sprites. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass man hier und da mal ein paar mehr Änderungen vorgenommen hätte. Aber ich fand es schon ziemlich lustig, dass Birdo hier in dem Fall ein Schneemann war. Ein Schneedingens. Ja. Was bleibt zu sagen, Leute? Vielleicht kommt noch eins? Noch ein ROM-Hack? Mit Weihnachtstheme? Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen, Leute. Am besten gespannt bleiben und Kanal weiterhin verfolgen oder auch abonnieren, wenn ihr neu seid. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und wir werden mal schauen, was die Zukunft so bringt, liebe Freunde. Ich weiß nur eins. Ich bin erstmal raus. Und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen Mittag, eine schöne Nacht, schöne Mitternachtsstunden. Weil manche, ich weiß es ja auch von mir selber, es gibt so manche Nachteulen. Dazu zähle ich manchmal auch dazu. Deswegen, ich wünsche euch nur das Beste. Das Allerbeste, liebe Freunde. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, in diesem Jahr, also 2022, wünsche ich euch ein schönes, frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Falls das überhaupt im Jahre 2022 möglich ist, aber ich wünsche es euch. Ja, ich wünsche es euch. Ich wünsche euch, dass ihr im Lotto gewinnt und alle eure Probleme gelöst sind. Ich wünsche euch den beruflichen Erfolg, dass ihr beruflich aufsteigt. Wie gesagt, es sind Wünsche. Ob sie realistisch sind, ist was anderes. Aber man darf ja wohl noch wünschen. Ob Wünsche in Erfüllung gehen, ist was anderes. Aber man soll anderen doch nur das Beste wünschen, oder? Finde ich zumindest. Oder? Wobei, ich möchte jetzt keine Diskussion entfachen. Bleiben wir bei diesem positiven Statement. Ich wünsche euch das Allerbeste. Und egal, wie es euch geht, ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen ablenken. Hoffe ich zumindest. Ansonsten, macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao, liebe Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.